Das Schloss Bellevue ist der Sitz des Bundespräsidenten. Man wohnt da angenehm auf mehreren Etagen, mit guter Verkehrsanbindung, aber mitten im Grünen. Wer da wohnt, muss ab und zu schmierigen Diktatoren die Hand schütteln, unfähige Minister ernennen, Kinderfeste ausrichten und wichtige Reden halten. Na, das ist ganz schön nervig. Besonders die Kinderfeste. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe KollegInnen, ich wollte immer schon mal ins Schloss Bellevue. Aber man kann da leider nicht einfach klingeln und sagen, hallo, mein Name ist Wohlenberg, ich möchte gerne mal den Frank Walter sprechen, ich habe auch Kuchen mitgebracht. Selbst als Pizzabote kommen Sie da nicht rein. Frank Walter bestellt keine Pizza. In das Schloss geht es aber rein, wenn Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also am Band, um den Hals. Aber für das Bundesverdienstkreuz am Band, um den Hals, hätte ich mich ein bisschen mehr anstrengen müssen. In Kunst, Kultur, Sport, Wissenschaft oder sozialem Engagement. Umso schöner ist, dass es nun Urschein und Özlem Türeci geschafft haben. Mit dem Orden, am Band, um den Hals. Urschein und Özlem Türeci. Ich habe extra nochmal nachgefragt. So wird das wohl ausgesprochen. Das G bleibt stumm, wenn es so einen kleinen Bogen oben drauf hat. Das S hat so einen Kringel drunter. Dann ist es wie Sch. Das Z ist ein weiches S und das C wird wie J ausgesprochen. Nur ein Ö ist auch im Türkischen ein Ö, wie in Tschö und Österreich. Die Geschichte von Ur ist eine typische Aufsteiger-Einwanderer-Story. Gastarbeiterkind, Vater Fortarbeiter, Familie in den 70ern aus der Türkei nach Deutschland geholt, Abitur, Studium, Doktorarbeit, einmal ins Saarland und da auch wieder rausgekommen, Professur in Mainz, entwickelt mit Özlem die Krebsimmuntherapie auf mRNA-Basis. Aber so typisch ist das eben nicht. Versuchen Sie mal mit dem Vornamen Özlem in Deutschland Karriere zu machen. Die Erfahrung spricht dagegen. Als Silke, Sibylle und selbst als Samantha haben Sie in Deutschland bei gleicher Qualifikation immer noch mehr Chancen auf einen Job, einen Ausbildungsplatz oder Einlass in den Beachclub als Özlem. Und bitte kein Kopftuch auf dem Bewerbungsfoto. Am besten für Ihre Bewerbung ist übrigens immer noch, Sie heißen nicht Silke, Sibylle, Samantha oder Özlem, sondern einfach Stefan. In 50 Jahren türkischer Einwanderungsgeschichte hat sich leider nicht so viel verändert. Aber vielleicht ist das ja ein Zeichen. Ur und Özlem bringen in unfassbarer Geschwindigkeit mit wissenschaftlicher Leidenschaft und unternehmerischem Ehrgeiz, in harter Arbeit einen Impfstoff auf den Markt. Ein Impfstoff, dessen schnelle und zielgerichtete Verimpfung in einer großen Kampagne dann von Jens, Markus und Angela komplett an die Wand gefahren wird. Übrigens, ich kenne da jemanden, Cengiz. Das C wird wie G ausgesprochen und das Z wie ein weiches S. Aber das hatten wir ja schon. Cengiz hat immer alles, was du brauchst. Ob Kompressor, Kotflügel, Kettensäge, Kühlschrank. Und wenn nicht, kein Problem, Alter, besorge ich es morgen da. Cengiz hilft, Cengiz kann organisieren. Cengiz war Klassenbester in Mathe und Physik. Für alles Weiterführende hatte er leider den falschen Vornamen. Cengiz hätte den ganzen Laden hier schon dreimal durchgeimpft. Übrigens auch Cengiz hätte bei Frank Walter etwas verdient. So ein Orden am Band, um den Hals. Ehrlich, ich schwöre. Ja.